wesentlichen konstruktive Defizite, die auf ihrer Bauart, die in den 70er Jahren durchaus üblich war, zurückzuführen sind. Zum einen gibt es Hohlkörper im Vorbahnüberbau, aber natürlich auch Spannglieder, die damals verwandt wurden, die zu einer sogenannten Spannungsdiskorrosion neigen, letztendlich die Dauerhaftigkeit der Brücke nicht mehr gewährleisten ist. Also das neue Bauwerk, die neue Hochbrücke, wird ja eine ja schon markante Stadteingangssituation darstellen. Wir wollen dort elegant und leicht eine Eingangstorsituation simulieren, indem das Bauwerk gegenüber dem Jetztbestand durch eine Anzahl von Rundungen sowohl im Pfeilerbereich als auch des Oberbaus leicht und deutlich transparenter wieder Bestand dastehen soll. Ja, also die Gesamtbauzeit wird 4 Jahre sein. Wir haben mehrere Bauphasen, insgesamt 5. Und die ersten 2 Bauphasen ist der Abbruch der beiden Nordrampen und der Neubau. Die dritte Phase ist dann der Abbruch der Hauptbrücke und der beiden Südrampen. Das wird etwa 3 Monate sein, der Abbruch. In dem Bereich, das wird die schwierigste Situation, weil da die Anschlussstelle Bayreuth in Richtung Nürnberg, Bayreuth Nord in Richtung Nürnberg, geschlossen ist. Und dann kommt noch die längste Bauphase, etwa 1,5 Jahre Bau der Hauptbrücke, und der beiden Südrampen. Also insgesamt werden wir dann 4 Jahre Bauzeit haben.